Warum geschieht dies, obwohl wir bereits über eine Technologie verfügen, die Wasser aus der Luft erzeugt, mittels sogenannten atmosphärischen Wassergeneratoren? Diese Generatoren gibt es in unterschiedlichen Größen bezüglich der erzeugten Menge an Wasser, ihres Energieverbrauches. Ist ein Wassergenerator, der völlig ohne Strom und ohne Chemikalien 37 Liter Wasser pro Tag kondensiert. Dort kondensiert das Wasser und sammelt sich dort und kann völlig unkompliziert mittels einer Handpumpe wieder entnommen werden. Es gibt auch entsprechend große Wassergeneratoren, die bis zu 3000 Liter pro Tag erzeugen können. Diese können eine ganze Wohnsiedlung mit Wasser versorgen. Warum müssen immer noch Menschen sterben, wenn es bereits diese Technologie gibt? Ich frage euch, ist das normal? Darüber dürfen wir nicht schweigen. Wir brauchen eine Gesellschaft, in der das menschliche Leben wertgeschätzt wird. Willst du mehr darüber erfahren? Komm am 7. Mai 2022, internationales Online-Forum in 100 Sprachen simultan übersetzt. Globale Krise, wir sind Menschen, wir wollen leben.